Gut. Großartig. Glückwunsch, Commander. Sie haben diese Bastarde heimgeschickt. Die werden bestimmt zweimal überlegen, bevor sie erneut eine Invasion versuchen. Dieser Sieg war für alle sehr wichtig, Commander. Für die Russen nicht. Für sie war es eine böse Niederlage. Ja, mal schade. Nicht alle Kommandeure haben ihre Einstellung. Hören Sie, Bingham, ich mag diesen neuen Commander. Die Russen in Frankreich könnten auch etwas Feuer unterm Hintern vertragen. Ja, natürlich, Sir. Diesen Gedanken hatte ich auch bereits erwogen. Wie sagt man, zwei Dumme, ein Gedanke. Und um meine Worte zu unterstreichen, schicke ich Ihnen unser bestes Geheimkommando. Jungs, darf ich vorstellen, Tanya. Hallo, Gentlemen. Tanya ist das Beste, was wir haben. Sie kennt 15 verschiedene Wege, einen Mann zu töten mit bloßen Händen. Deswegen rate ich Ihnen, verärgern Sie sie bloß nicht. Commander, der sowjetische General, den Sie bei Brighton geschlagen haben, ist jetzt in Südfrankreich. Er besetzte Cannes und verhaftete unsere Generäle. Ich lege den Hafen lahm, aber der Rest ist dann Ihre Sache. Ja. Alliierte Truppen in ganz Europa versuchen, die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Aber sie werden in Südfrankreich erwartet. Die Sowjets halten dort einen strategisch wichtigen Hafen. Sie haben außerdem in der Region mehrere Geiseln in ihrer Gewalt. Special Agent Tanya unterstützt sie auf dem Boden. Bonne Chance, Commander. So, herzlich willkommen. Wir sind bei Runde 2 von Red Alert 3. Gut, Tanja unterstützt uns auf dem Boden. Ja, ja. Doch war unsere Bodenturnerei. Er hat einfach eine blöde Fantasie. Nee, die erste Runde haben wir ganz gut hingekriegt, wie ihr das letzte Mal schon sehen konntet. Und heute wird es wahrscheinlich, hoffentlich, vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller. Mal schauen. Also, Herr Toffer, machen Sie mal hier den Startbutton. Die haben sich in Cannes eingegraben und die Küstengewässer abgeriegelt. Wir können sie also nicht frontal angreifen. Allerdings haben wir eine Schwäche im sowjetischen Sperrriegel entdeckt und ein Infiltrationsteam zusammengestellt, um durchzubrechen. Hier Ihre Befehle. Infiltrieren Sie die sowjetischen Inselhäfen. Durchbrechen Sie die Seeblockade. Im Konferenzzentrum halten sich die Führer mehrerer alliierter Länder auf. Vernichten Sie die russischen Verbände, damit wir sie evakuieren können. Alles einfach. Außerdem sitzen hier einige alliierte Flugzeuge fest. Versuchen Sie, sie zu bergen. Agent Tanya wird sie auf dieser Mission unterstützen. Viel das Glück. Hört sich jetzt aber nicht nach einer großen Baumission an. Ganz einfach. Alles einfach. Gut. Töten, 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 töten. Ich verlasse mich mehr da stand, mehr stand da doch gerade nicht. Da stand doch nur töten. Bin nicht sicher. Komm schon, lad schneller, lad schneller. Nein! Die Sowjets kontrollieren den Hafen und halten mehrere alliierte Führer als Geiseln fest. Sie sollen die Geiseln befreien und den Hafen. Sie werden von Tanya unterstützt. Das könnte ein heißer... Ja, ja, wir stehen unter Zeitdruck. Commander, ich bin Ihr Bodenkommando, klar? Sind Sie bereit? Okay. Dann los. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich hab Tanya, ich hab Tanya. Agent bereit. Hab ich da auch irgendwas? Nee, oder? Ja. Wie war das nochmal? Okay, Commander, legen wir los. Ich darf mich also darum kümmern, dass ich nicht überrannt werde, richtig? Ja. Diese Tanya macht mir Angst. Ja, Sir. Soll ich da auf dich auch noch aufpassen, oder? Gute Frage. Ich kann nur Tanya nachbauen und Spione. Spione? Also, ja. Ja. Mit den Spionen kann ich Commander, hier so mich vertan. Mit ihrer feinen Nase jeden noch so gut getarnten Spion. Wird der Spion entdeckt, fliegt seine Tarnung auf. Unser Verbündeter wird angegriffen. Tesla-Spuren. Commander, sagen Sie unseren Spionen, sie sollen ihnen den Saft abdrehen. Das verschafft mir genug Zeit, um ihre Defensivsysteme zu erledigen. Und dann der Minister. Wenn das Bär ist, wo ist dann geliebte Mutter? Oh, der Minister. Ein wilder Hund. Pelzkappen in Cannes? Das ist ja wohl lächerlich. Feindliches Gebäude infiltriert. Unser Verbündeter wird angegriffen. Ah ja, man erkennt dieses Kommunisten. Der Fahrzeugproduktionsding hat auch repariert, ne?
Ich glaube ja. Und wenn nicht, brauchst du dafür so einen zusätzlichen Baukran. Nee, das waren nur bei den Russen. Ein guter Plan, Sir. Ich habe ja vor kurzem erst die Russen gespielt. Ich gebe mein Bestes. Oh, ich muss noch den Modus ändern, dass die nicht immer hinterher rennen. Vormarsch, Angriff erzwingen, Rückwärtsbewegung. Irgendwo konnte man das doch einstellen. Defensivstellung. Einheiten in Defensivstellung feuern automatisch feindliche Einheiten in Reichweite und kehren dann in ihre Ausgangsposition zurück. Das hört sich doch gut an. Werden meine Haare dabei nass? Ja, deine Haare werden nass, wenn du hier im Wasser rumschwimmst. Warum machst du denn sowas? Ja, weil ich ja die Spione hier rumschicken muss. Aber da ist ein Teddybärchen. Teddybärchen gleich böse. Dann müssen wir das mal besser verteilen hier. Ich nehme an, die Luft ist rein? Ja, die Luft ist rein. Hier stinkt nur nach Wodka. Ich soll wahrscheinlich das optionale Ziel bzw. die zwei hier erfüllen und das Ding befreien, ne? Bin unterwegs. Ich habe sowas Tolles gar nicht, also solltest du das machen, ja. Ja gut, ich dachte mir schon, dass das in der Sache ist. Kann der da rumgehen? Ja, da ist schon wieder ein Teddy. Schnell wie der Wind. Operation. So. Ich glaube, ich muss mal Tanja hier rüberholen. Ja, ich habe auch zwei. Ach, die haben dir sogar das Erzding weggenommen, oder was? Da habe ich nichts. Die Schweine. Ich kriege aber Geld durch die beiden Türme. Ja, aber theoretisch kann ich doch noch so ein Ding bauen, Nick. Doch, das kann ich. Solltest du aber eventuell unterlassen. Warum? Ja, weil ich ja eventuell gleich auch bauen kann. Hey, was liegt an? Glaube ich nicht. Genug gebadet. Schon urlaubsreif? Hey du, warte! Eine Einheit wird angegriffen. Ich erledige das. Klopf, klopf. Sag bei Bauern, bin unterwegs. Okay. Drei damit. Ausbildung. Totenbeschwören machen wir jetzt auch einfach mal. Gut. Legen wir los. Geladen und entsichert. Also, dahin. Wie sehe ich aus? Muss mal da sehen, rein. Was wir finden. Claro. Gut. Operation läuft. Euch stationieren wir auch schon mal. Haben Sie was für mich? Wie macht sich die Verkleidung? Du gehst da jetzt rein. Ja, also ich will noch zwei von den Dingern haben mit normalen Maschinengewehren. Bestimmt kann es ja nicht werden, das Ding hier einzunehmen. Komm, ich hab Panzer. Panzer! Ich hab es kaputt gemacht. Ich sehe da unten auch immer noch viele grüne Ausrufezeichen. Bin unterwegs. Ja. Das hier ist ein bisschen komplizierter, als einfach auf ein paar Knöpfe zu drücken, um irgendwas zu basteln. Ja, natürlich jetzt ist es auf einmal komplizierter, da unten auf ein paar Knöpfe zu drücken. Jawohl. War das schon alles? Bin unterwegs. Mann, nee, das sind irgendwie Geschippe, die hier rumballern. Bin dran. Bist du denn? Da bist du. Hallo Bärchen. Tschüss Bärchen. Bin unterwegs. So. Ja. Wie macht sich die Verkleidung? Das Bärchen töten. Nicht zu sehen, Genosse. Die Jugend ablenken das da unten. Wo steigt die Party? C4 ist unterwegs. Das gibt einen. Wir sollten mal unsere Einsatzgruppe zusammenstellen. C4 ist unterwegs. Jawohl. Sprengsätze platziert. So. Erstes Zeichen weg. Wo ist denn der Turm dafür? Wie macht sich die Verkleidung? Ich denke mal, das ist eine ganz gute Einsatzgruppe hier. Schauen wir mal, was sie bringt. Alles klar,
Ansonsten fahren wir halt ganz schnell wieder zurück und tun so, als wären wir nicht dort gewesen. Vorsicht vor den Speeren. Haben Sie was für mich? Jetzt drehen die da wieder rum, oder was? Sofort! Ihr Feiglinge! Sofort! Eine Einheit wird angegriffen. Gute Nacht! Verstanden. Es ist hier gar nicht mal so einfach. Aber hallo! Schlaf weiter! Wir kommen bestimmt gleich in Reichweite. Das gibt einen schönen Knall! Das doch. C4 ist unterwegs! Warum haben die auch... Warum haben die auch Panzer? Das ist voll unfair. Das gefällt Ihnen was? Würdest du ohne Panzer in ein Gefecht ziehen? Tanja hier, ich bin soweit. Was frage ich überhaupt? Ja, würdest du? Rücke vor. Wahrscheinlich. Haben Sie ein Ziel? Ich hab ein Ziel, das da. Kaputt machen, sprengen. Wo versteckt die Frau eigentlich das ganze C4? C4 ist unterwegs. Frag mich. Feindliches Gebäude infiltriert. Sieht nicht so aus, als ob der Turm abgeschaltet wäre. Ach, wenn nicht, müssen wir gleich eine neue Tanja bauen. Gehen wir mal zurück und reparieren. Siehst du, der Turm ist nicht aus. Bin unterwegs. Schnell, bevor ich entdeckt werde. So. Ja, die meisten Fahrzeuge, die hier patrouilliert haben, sind jetzt tot. Tja. Bereit für Infiltration. Für König und Vaterland. Mehr Spione. Ausbildung. Ja. Irgendwie habe ich da oben auch ein grünes Zeichen. Bereit zur Infiltration. Ja, das war ja eins von den Zielen, die wir haben. Dass die Spione so einmal quer über die Map sich in irgendwas verwandeln können. Ja, hat schon was. Müssen ja Satelliten im Orbit sein. Das ist doch sowieso. Bereit zur Infiltration. Ach. Du. Was gibt's Neues? Bereit zur Infiltration. Mal sehen, was wir finden. So, zwei von Wie euch gehen da rein. Zwei von euch müssen in das. Bereit zur Infiltration. Wir hoffen einfach mal, dass ihr lebend ankommt. Schwimmen wir eine Runde? Kann ich schwimmen oder tötet mich der Scheiß? Alles klar. Mach ich. Einsatzgruppe repariert und bereit zum zweiten Angriff. Kannst du Techniker bauen? Ja. Dann bau doch mal zwei Techniker und nimm hier die Dings hier ein. Ich hole sie mir. Die beiden Werften. Ja, ich schaue nur gerade hier hinten, was hier hinten so los ist. Bereit zur Infiltration. Infiltriert mal schneller. Lauft, Leute, lauft! So sichert man ein Gebiet. Einsatzziel erreicht. Da, wir haben die alliierten Anführertypis gerettet. Vorsicht vor den Speeren. Geladen und entsichert. Das gibt einen schönen Knall. Ja, beweg dich, Tanja. Bin dran. Du willst also zwei Techniker haben. Welche Werften willst du eingenommen haben? Die hier unten bei mir. Da auf der linken Insel. Ja, okay. Das ist gerade schlecht. Mach ich. Bin unterwegs. Wie macht sich die Verkleidung? Schnell, bevor ich entdeckt werde. Das ist alles. Das war jetzt aber knapp. Das gibt einen Schuss. Da ist aber nur eine Werft. Da habe ich die andere schon gesprengt. Bin unterwegs. Klopf, klopf. Voll gemacht. C4 ist unterwegs. Ja. Ich hole sie mir. So, und jetzt ist mir langweilig. Jetzt
kannst du ja hier unten mit aufräumen. Beide sind vernichtet. Spion bereit. Sind garantiert noch irgendwo eine Basis von denen. Ich erledige das. Wir haben immer ein Ziel. Verstanden. Bin unterwegs. So. Jawohl. Hol dir das Leben hier. Alles klar. Ach ja. Eine Einheit wird angegriffen. Klopf, klopf. Bin unterwegs. Ja, klopf, klopf. Ist unterwegs. Das gibt einen schönen Knall. Und was wirst du auch gleich garantiert noch zu tun kriegen? Ich hab einen feindlichen Stützpunkt entdeckt. Bin dran. Ja, es ist ja auch nicht schwer. Hier ist alles voll mit denen. So, Leute. Das einnehmen. Oh, Attacke, Attacke! Schnell, bevor ich entdeckt werde. Feindliches Gebäude infiltriert. Sprengsätze platziert. Wo habe ich die jetzt hingeschaut? Da. Wie sehe ich aus? Gibt es da noch Bärchis? Nein. Gut. Oh, eine gute Ehre. Deren Schiffe haben ein bisschen Probleme dargestellt. Na, was kann ich denn da Schönes machen? Ich kann einen Sputnik bauen. Ich gebe mein Bestes. Na ja, bau jetzt mal einen Sputnik. Mach eine Russenbasis. Bullfrog und ein MBF. Brauchen wir gar nichts von. Eine Einheit wird angegriffen. Bis dann. Toll. Alles klar. Verstanden. Du bleibst mal schön da stehen, Tanja. Erst müssen die kleinen James Bonds hier los. C4 ist unterwegs. Kein Problem. Einheit verloren. Was heißt hier Einheit verloren? Klopf, klopf. Bin dran. Feindliches Gebäude infiltriert. Feindliche Einheiten entdeckt. Das gibt einen schönen Knall. Klopf, klopf. Schnell, jetzt sprengst du das. So, ich muss mich mal ganz kurz entschuldigen. Näschen ist zu. C4 ist unterwegs. Ach. Jawohl. So. Drücke vor. Schnell, bevor ich entdeckt werde. Was ist jetzt bald mal da unten? Hier, Tanja. Ja. Bin unterwegs. Gut. Mordkommando war unterwegs. So. Techniker, also der Techniker, Spion rennt gerade dahin, wo er hin soll. Und ich weiß auch, glaube ich, warum der gestorben ist. Der geht nämlich außen rum. Ja, ja. Das bringt relativ wenig bei den Dingen da. Wie macht sich die Verkleidung? Ist die Luft rein? Feindliche Einheiten entdeckt. Also die KI ist nicht gerade schlau. Operation naja, die Wegfindung war damals auch schon immer ein Problem. Da ja, muss man mal ein bisschen aufpassen. Für König und Einheit Vaterland. Verloren. Das ist schon wieder. Einheit verloren. Wurde vom Bärchen gefressen. Ich hätte ihm seine Basis schon auseinandergenommen, aber die vier Kreuzer hier, die haben mich auseinandergenommen. Bumm. Neues Einsatzziel erhalten. Ja, toll. Klingt gut. Er wieder. Feindliche Einheiten entdeckt. Da sind Bären noch, pass auf. Damit, oh, ja, die Bären sind für Tanja egal, nur für die Spione nicht. Aber die rennt ja schon wieder einmal quer außen rum. Ja. Ist da dran, dass sie blond ist? Bin unterwegs. Weiß es nicht. Da rückt eine Armee auf mich zu. Ja. Ja, vielleicht weniger eine Armee, aber... Toll, sind sie abgehauen. Ganz toll. Rumgedreht. Die wollten nur mal gucken. So, die Bärchis kommen zu mir. Hasse diese blöden Drohnen da, die sich an die Fahrzeuge heften und explodieren. Achtung, russische Flotte. Kehren Sie in den Hafen zurück. Sie haben Verräter an Bord. Alle Schiffe werden durchsucht. Genau. Das hat was. Oh. So long, ihr Penner. Oh oh. Sie ziehen sich zurück, Commander. Jetzt beenden Sie es. Machen Sie sie fertig. Neue Bauoption. Klar. Ah.
Ja, toll, aber die Schiffe da stehen immer noch dort. Neues Einsatzziel erhalten. Ja. Das ist deine Aufgabe. Ja, komm zu Mami. So viel Feuerkraft und doch dem Untergang geweiht. Unser Verbündeter wird angegriffen. Also ich sag's mal so, wenn du die Dinger ausschaltest, schalte ich dir die Basis von dem aus. Wenn alliierte Fahrzeuge explodieren, könnte ich stundenlang voller Begeisterung zusehen. Feindliche Einheiten. Der kam jetzt irgendwie ein bisschen irre rüber. Ja, ein ganz klein wenig. So, 5 IBFs, ein Techniker, 2 davon, 2 davon. Also wie gesagt, wenn du das ja, dann mache ich den Rest. Bin unterwegs. Warum schwimmen die Bärchen schneller als ich? Schon urlaubsfrei? Muss ich euch halt eben töten. Mach ich. Auch wenn das irgendwann mal Ärger mit der Peter gibt. Sie am liebsten als Bettvorleger. Bettvorleger aus Bärenfell? Feindliche Einheit. Okay. Kann es sein, dass die gerade dich angreifen? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wird gebaut. Das ist wohl ein Ja. Ach, kein Problem. Ich hab ja genug Kohle. Sprengen. Da kommt aber eine größere Armee auf dich zu. Ja, ja. So, die Schiffe sind weg. Einsatzziel erreicht. Kaputt machen? Okay. Endlich im Trockenen. Feindliche Einheiten entdeckt. Guardian Panzer einsatzbereit. Alles klar. Eine Einheit wird angegriffen. Geh da rein und spreng das Ding in die Luft. Das ist richtig langweilig. Sie versuchen anzugreifen, mich? Ich warte hier auf Sie. Zeigen Sie mir, wie tapfer Sie sind. Sofort! Verstanden! Okay, Topper hat gesagt, die Schiffe sind weg, dann gehen wir das ganze Ding mal holen. Ich bin soweit! Bin unterwegs! Ich laufe gerade vor lauter Panzern weg! Wo bleibst du? Ja, lauf weiter! Lauf! Lauf, Tanja! Lauf! Bin unterwegs! Sofort! Rücke vor! Warum greifst du mit Luftabwehrpanzern normale an? Sofort! Mach mal Bodenabwehr! Terrordrohne. Was geht da? Also ich würde nicht zwischen den ganzen Panzern herlaufen. Ich auch nicht an deiner Stelle. Naja, solange du mich nicht überfahren kannst. Sprengen wir mal den Superreaktor. Da solltest du deine Einheiten von der Kante weghalten. Was ist denn der Superreaktor da hinten? Ja, Tanja ist tot. Egal. So viel dazu. Wenn der Superreaktor in die Luft fliegt, fliegen deine Einheiten, die da drum stehen, auch in die Luft. Das war mir fast klar. Jetzt gibt es erstmal eine Waffenfabrik weniger. Ausbildung. So, holen wir Tanja wieder. Guardian Panzer. Das nenne ich Befehlsverweigerung. Meine Panzer bleiben einfach stehen. Ja, siehst du mal, wie das läuft. Da kommt deine Unterstützung. Juhu! Ach, jetzt hast du auf einmal Angst vor dem Superreaktor, oder warum hast du mich in die Luft gejagt? Steht nicht auf der Prioritätsliste. Der versorgt aber alles andere mit Strom. Die Einheit ja. ist infiziert. Ja, dann fährt die Einheit einfach mal dahin. Erlürft sie, Jungs! Also los, Jungs! Kommt sofort! Gentlemen, fahren wir los! Positiv, Sir! Jetzt seid ihr fällig, Jungs! Das hat Manni schon mal eine ganze Armee gekostet. Weg mit dem Pack! Meine Basis. Sie haben sie zerstört. Ich weiß jetzt, wer sie sind und ich werde mich rächen. Und das war's dann. Wir sind ein Top.
Naja. Ihnen zeigen wir's. Feindlicher Stützpunkt. Wie immer, große Sprüche. Gute Arbeit, Commander. Hey, wir beide sind ein wirklich gutes Team. Ja, sind wir. Gute Arbeit. Das war perfekt. Die alliierten Führer sind außer Gefahr und Khan ist befreit. Ich denke, General Bingham wird beeindruckt sein. Wollen wir es hoffen für ihn? Gewonnen! Juhu! So. Mann, hast du viele Einheiten verloren. Ja. Die Sache, die Schiffe haben mich auseinandergenommen. Ja, also wieder eine erfolgreiche Runde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.